So, einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen. Ich darf Sie im Namen des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, im Namen des Metropolis-Netzwerks und im Namen des Förderprogramms hier herzlich willkommen heißen zum heutigen IQ-Symposium zum Thema Arbeitsmarktintegration von Zugewanderten in Deutschland und auch in Europa. Ich bin Najima El-Moussaoui und ich werde Sie heute durch ein hoffentlich und sicherlich spannendes Programm führen. Ja, Arbeitsmarktintegration, beziehungsweise fangen wir mit einigen organisatorischen Punkten an, vorab noch. Das eine ist, vielleicht haben einige von Ihnen die Kameras gesehen, diese Veranstaltung wird aufgezeichnet und dann live gestreamt auf der Seite www.netzwerk-iq.de. Alles, was hier im Plenum stattfindet, wohlgemerkt, also das in den Workshops wird nicht gelivestreamt und es kann sein, dass Teile davon veröffentlicht werden. Es werden auch Fotos gemacht, aber das kennen Sie ja alle schon. Und dann bleiben wir sozusagen in der Internetwelt. Es kann und darf getwittert werden. Alle, die einen Account haben, können unter dem Hashtag IQ-Symposium16 ihre Kommentare loswerden, Anmerkungen. Und wir werden uns auch bemühen, den einen oder anderen Kommentar mit aufzunehmen in diese Veranstaltung. Des Weiteren sehe ich, einige von Ihnen haben schon Headsets auf. All diejenigen, die Unterstützung brauchen bei der deutschen oder englischen Sprache, je nachdem, dürfen sich gerne ein Headset nehmen, einen Sender und Empfänger. Und bitte behalten Sie diese bis zum Ende der Veranstaltung. Die werden nämlich nur einmal ausgegeben. Und dann noch zum Schluss, bei aller Vorliebe für die moderne Technik würde ich Sie doch bitten, Ihre Handys lautlos zu stellen, damit wir uns hier konzentrieren können auf die Inhalte, die hier auf dem Plenum passieren. Denn das Thema ist anspruchsvoll und auch die Expertinnen und Experten, die wir eingeladen haben. Es lohnt sich, denen zuzuhören. So, Arbeitsmarktintegration von Zugewanderten. Das meint in diesen Tagen natürlich aus aktuellen tagespolitischen Gründen vor allen Dingen Geflüchtete. Aber der Großteil derjenigen, die Bedarf haben, lebt natürlich schon in den europäischen Ländern. Also die hier schon Zugewanderten vor ein, zwei oder drei Generationen oder Menschen mit Migrationshintergrund, deren Eltern zugewandert sind. Arbeit ist wichtig für die Integration, das werden Sie heute öfter hören. Das kennt man ja auch von sich selber, wie wichtig es ist, eine zufriedenstellende Beschäftigung zu haben. Und das gilt natürlich auch für Migranten. Es gibt gelungene Beispiele von Integration in den Arbeitsmarkt. Eines davon habe ich Ihnen mitgebracht, beziehungsweise von einem würde ich Ihnen gerne erzählen, und zwar Nisarjet Bislimi. Das ist eine Rechtsanwältin, die ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Durch die Wand. Das zeigt schon, wie schwer es ihr gefallen ist, sich in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Und zwar kam sie als 14-Jährige aus dem Kosovo als Asylbewerberin nach Deutschland, hat dann 14 Jahre lang im Status der Duldung gelebt, also ohne zu wissen, ob sie bleiben wird, ob ihre Familie bleiben wird oder nicht. Trotzdem hat sie angefangen, Jura zu studieren und erst, wie sie in ihrem Buch schreibt, während ihres Referendariats, als sie im Staatsdienst deutsches Recht spricht, bekommt sie den Aufenthalt, die Aufenthaltserlaubnis. Also Sie sehen, es bedarf wirklich einer hohen Motivation, teilweise eben für bestimmte Einwanderergruppen. Anderen gelingt es trotz hoher Motivation nicht. Und da habe ich ein zweites Beispiel von jemandem, nennen wir ihn Karim, also ein männlicher muslimischer Bildungsmigrant aus Marokko. Den habe ich vor einigen Jahren interviewt. Und immer wenn solche Veranstaltungen sind oder wenn dieses Thema aufkommt, muss ich daran denken, weil er mir zwei, drei Sätze gesagt hat, die mir in Erinnerung bleiben. Der erste Satz ist, in Marokko war ich der King, hier bin ich niemand. Und der zweite Satz ist, die Ausländerbehörde ist ein Monster. Und zwar ging es ihm strukturell bedingt so, dass er eben als Bildungsmigrant aus Marokko keine finanzielle Unterstützung bekam in Deutschland. Gleichzeitig aber in der Situation war, dass sein Aufenthaltsrecht an seine Studienergebnisse gekoppelt waren. Das heißt, er ging dann abends kellnern und nachts kellnern, musste tagsüber studieren und unterstützte auch noch seine Familie in Marokko, weil natürlich jeder in Marokko denkt, in Deutschland wächst das Geld auf den Bäumen.
Das war eben seine Situation, die strukturell bedingt sehr schwierig war. Und auf diese Strukturen, die eine Arbeitsmarktintegration vereinfachen oder aber auch erschweren können, wollen wir heute eingehen. Und dafür bitte ich als erstes vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales Herrn Staatssekretär Torben Albrecht auf die Bühne. Herzlich willkommen.